Oh oh. Gott sei Dank klappt das nicht so, wie der sich das vorstellt. Ah, zeig mal her. Ich bin gespannt. Oh yeah, den haben wir gut erledigt. Gold, Fackel, Heiltrank. Da möchte ich gerne mal ein bisschen in die Heilung benutzen. Ja, wir gucken uns hier weiterhin ein bisschen um. Hier könnten ja noch sehr interessante Dinge versteckt sein. Hier kann man sogar die Bilanzen fälschen, das ist ja krass. Oh. Schade, was mir gerade auffällt, wir haben kein... Okay, ein geheimer Weg, wie es aussieht. Wir haben keine Seelensteine gefunden. Das ist ziemlich schade. Salzwassergrotte. Jetzt wird es natürlich interessant. Ein versteckter Weg hier in dem Haus... In dem Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Wo geht Gulum Ainur hin? Jetzt wird's langsam interessant. Okay, das sieht schon alles nicht mehr sehr offiziell aus. Banditen... Ah, okay, seht das? Hier sind jetzt schon Banditen, keine kaiserlichen Soldaten mehr im Nachhinein. Der hat sein Schwert gar nicht in der Hand. Was machst du da so im Wasser? Nein, Spaß beiseite, okay. Banditen. Nordzweihänder, orkischer Dolch. Oha. Der sah ziemlich cool aus. Eisenpfeile, Goldmünzen, dankeschön. Ein Spinnennetz. Hallo Spinnchen, was macht ihr denn hier? Okay. Hallo. Aua. Hilfe. Oh, das glaube ich aber auch. Wir müssen gerade ein bisschen... Ich muss ein bisschen improvisieren. Aktivieren, ja.
Kämpft Lydia gerade gegen den? Scheint mir so. Machst du super, Lydia. Lydia hat uns gerade unser Leben gerettet. Das möchte ich gerne festhalten. Meine Güte. Hier außen hätte man also auch gehen können. Okay. Interessant, interessant. Ich möchte mir gerne den Zweihänder anschauen. Hat was, oder? Aber ich bin ja eher der, der mit den flinken Waffen spielt. Direkt beleidigen hier, ey. Mach du mal, Lydia. Meine Güte. Macht's mir doch nicht alle so schwierig. Hier haben wir wieder eine Falle. Aber das Ding hängt da komischerweise schon. Seltsam, ja, die Höhle, die ist nicht mehr so sicher, wie sie mal war, glaube ich. Ey, was? Ah, ein Hund? Holy shit. Was macht Lydia denn jetzt schon wieder? Ich höre da wieder irgendjemanden kämpfen. Oh, Lydia hat eiskalt einen Pfeil in der Schulter stecken. Elfenpfeil. Lydia hat dem Pfeil abgegeben. Oder es war der andere, der eigene Kollege hinten. Ich vertraue Lydia mal und kümmere mich lieber hier um die Truhe. Kümmere mich um die Truhe, wie gesagt. So. Makelloser Saphir. Dankeschön. Yeah, der hier war es mit den Elfenpfeilen. Ja, ja, die guten Banditen. Lydia ist uns gerade hier wirklich eine extreme Hilfe. Wir haben unser Ziel schon beinahe erreicht. Hier vorne ist es. Achso, hier ist auch einer. Okay, das sind natürlich ziemlich viele hier. Okay, von dem Drachen schreibe ich mir mehr erhofft. Okay, ich muss zurückgreifen auf ein Ausdauertränkchen. Uiuiui. Oh oh. Die Weißen sollen euch holen. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Ah!
Mein Schrei hat nicht funktioniert. Lydia, das machst du ganz toll. Boah. Jetzt klappt er wieder, ist doch nicht... Nein! Was? Wir wurden gerade echt mit dem Pfeil... Nein! Ich kann so auf dich draufklüppeln, mir ist das egal. Boah, hält die denn aus? Das ist doch nicht normal. Was macht Gulumai da unten? War die stark, er ist echt nicht wahr. Der hat aber einen Pfeil im Kopf stecken, meine Herren. Oh, da lebt noch einer. Boah, es war ein verdammter Pfeil von dem. Lydia. Lydia, mach mal bitte. Dankeschön. Ich habe so meine Probleme mit den Gegnern hier. Die sind mir eindeutig zu stark. Oh yeah, das war cool gemacht. Habe ich sehr gut gelöst. So, Eisenpfeile, Goldmünzen. Junge, haben die einen Schaden gemacht, die behinderten Kerle. Entschuldigung. Eine meisterliche Truhe. Bevor wir mit Gulumai reden, können wir uns ja erstmal ein bisschen umsehen. Meine Güte. Das war doch gerade fast. Es muss doch hier sein. Mann, ich dachte schon. Orkischer Schild. Aber bin immer noch da. Etwas Überstürztes zu tun. Wie kann ich euch dienen, Tane? Ich wollte Mercer alles erzählen, wirklich. Ja, der rechtfertigt sich gerade schon. Geht ihr voran? Eine Expertentruhe. Okay, weiter nach links. Alles klar. Perfekt. Okay, Gulumai. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Mercer alles erzählen, wirklich. Bitte, er wird mich töten lassen. Sprecht, danach werde ich entscheiden. In Ordnung, in Ordnung. Carlia. Ihr Name ist Carlia. Ihr sagt den Namen, als müsste ich ihn kennen. Mercer hat euch nie von ihr erzählt? Carlia ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie es auf Mercer abgesehen. Und ihr helft ihr? Helfen?
Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Wo ist Kalia jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut Goldenglanz als Beweis. Sagt Mersa, dass ich für ihn lebend mehr wert bin als tot. Gut. Gerne, ich soll ihn ja sowieso nicht töten. Hier ist auch noch eine Truhe. Ah, Mann, ey. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Lydia hat ja selber auch schon so viel dabei, darf man nicht vergessen. Habe ich die ganzen Barren dabei? Geht ihr voran. Uiuiui. Was ist das denn bitte für ein Helm? Da war nur das orkische Schild drin. Markkater Wachschild, Einsamkeitsschacht Wachschild. Weiter nach links, verdammt. So. Ah, so viel mal wieder drin. Naja gut, die Erfahrung ist wichtig. Stahlschwert, wo ist es? Stahlschwert. Fallen. Ach, das ist von dem einen Kerl. Tun wir das hier weg. Wir müssen einfach nur mal unser Inventar ordentlich ausleeren. Ich will mich den Helm mal angucken, weil der irgendwie ziemlich cool aussieht eigentlich. Guckt es euch an. Moment. Ah ja, nein. Wobei, ich will ihn mitnehmen. Wir behalten den. Ich will den nicht zurücklassen. Wir können mal lieber ein paar Sachen wegwerfen. Zum Beispiel Wein. Schwarzdornmet. So. Weil das war's hier eigentlich auch schon mit den interessanten Dingen. Was bringen die Hebel? Die öffnen hier die Käfige. Fisch. Fisch. Hawker. Freund oder Feind? Feind. Wollen es aber auch nicht anders, ey. Meine Güte, ich hätte nichts getan. Ich hätte wirklich gar nichts getan. Himmelsrand. Gut, damit haben wir das Dungeon geschafft. Yippie-yay-yay. Ach, Leute. Ist aber auch schon wieder Zeit für den Schnitt, sehe ich gerade. Salzwassergrotte entdeckt. Ach, hier hinten sind wir jetzt. Alles klar, wir sind jetzt hier hinten rausgekommen. Cool. Aber okay, weiter geht's dann beim nächsten Mal. Wir haben ja sozusagen jetzt hier in Einsamkeit unseren Zwischenstopp abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage, bis dann.